Kennen Sie das auch, Frauen, die sagen, ganz ehrlich, ich stehe eigentlich nur auf Männer mit Macht? Eine Freundin von mir hat behauptet, sie hätte eine Affäre gehabt mit Friedrich Merz. Diese Aura der Allmacht, oh, und dann diese Zunge, die im Bundestag schon so viel intelligente Sachen gesagt hat und jetzt zwischen meinen Lippen hängt und sich anfühlt wie eine elektrische Zahnbürste ohne Batterie. Das ist ekelhaft. Sowas finde ich furchtbar anstrengend. Für mich ist mein wahrer Held, mein Mann. Neulich hat mein Mann gesagt, Lissi, du nervst wie Sau, aber ich liebe dich trotzdem. Und dann habe ich gesagt, wirklich? Und dann hat er gesagt, ich glaube schon.